Seit Monaten verweilt Fürstin Charlene von Monaco in ihrer Heimat Südafrika. Eine schwere Krankheit verbietet ihr es, zurück nach Monaco zu fliegen, aber nicht, ihre Kinder zu sehen. Gerade erst teilte Charlene von Monaco, 43, tolle neue Aufnahmen von sich mit ihren Liebsten, Ehemann Fürst Albert, 63, und den Zwillingen Jacques und Gabriella, 6, in ihrer Heimat Südafrika. Schon musste sie wieder Abschied nehmen von ihrer Familie. Die Fürstin ist gefangen, hat aufgrund einer Ohrenkrankheit strenges Flugverbot. Seit Monaten lebt sie ohne ihre Kinder in ihrer alten Heimat. In den Ferien war es nun Fürst Albert, der seine Frau besuchte. Gestern, 26. August, landeten die drei dann wieder in Europa. Erst ging es von Johannesburg nach Nizza, dann von Nizza nach Monaco mit dem Helikopter. Wie berichtet, handelt es sich um einen gemieteten Heli, Kostenpunkt 2000 Euro. Er fliegt fast immer mit den Kindern? Charlene ist vorher oft allein geflogen. Sie ist ja seit Monaten in Südafrika. Das ist eine ganz normale, höfliche Familie. Sie haben keine großen Allüren, sind ganz normal. Aber sie haben immer sehr viel Gepäck dabei. Meistens begleitet ein Kindermädchen sie. Sie ist oft ganz ledergekleidet, in Jeans und Shirt. Fürst Albert habe keine Allüren, so die Mitarbeiter des Heliports. Er würde auch gerne mal selbst mit dem Auto fahren, aber das Protokoll verbiete ihm das. Wir erinnern uns, Fürst Alberts Mutter Grazia Patrizia, 52, kam bei einem Autounfall 1982 ums Leben. Seitdem achtet die Fürstenfamilie wohl strikt auf die Sicherheit ihrer Mitglieder. Deshalb auch die Sicherheitsmaßnahmen um Charlene, die Verantwortung dafür, dass es der Fürstin noch schlechter gehen könnte, sobald sie nach Monaco zurückkehrt, möchte gerade sicher keiner tragen.